Auch Konzernchefs machen mal Ferien. Der erste Urlaubstag und gleich aufs Wasser. Das dachte sich der VW-Chef und grüßt gleich die ganze Belegschaft. Und das mit bis zu 45 Stundenkilometern, wie Jan-Friedrich Funk zeigt. Mitten in Wolfsburg zwischen Autostadt und Kraftwerk. Wer hier über den Mittellandkanal flitzt, ist VW-Chef Herbert Dies. Ein Urlaubsgruß an seine Mitarbeiter von einem elektrischen Surfbrett. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für ein sensationelles erstes Halbjahr. Es war sehr schwierig, aber wir haben wahnsinnig viel erreicht. Vielen Dank für Ihren Einsatz. Ich hoffe, Sie erholen sich ein bisschen. Ich mache Sport. Doch nicht alle freuen sich drüber. Mit Sport habe das nichts zu tun. Und einen nachhaltigen Nutzen habe ein solches Brett nicht, so die Kritik. Und doch werden solche Bretter wohl bald auf den Markt kommen.